Vor langer, langer Zeit in einem fernen Land ist das Böse in die Welt zurückgekehrt. Dunkle Horden überschwemmen die Grenzen des Reiches, mordend und plündernd verbreiten sie ihren Schrecken. Die königlichen Armeen kehren geschlagen und gedemütigt aus den Schlachten zurück. Furcht ist ihr Begleiter, Verzweiflung ihr Führer. Aber jede Zeit hat ihre Helden. Der Kampf ist noch nicht entschieden. Tod oder Ruhm? Ich nehme das Oder, weil ich nämlich immer noch nicht weiß, ob ich das Spiel jemals schaffe durchzuspielen. Ich habe es noch nie geschafft. Ich bin letztendlich beim letzten Level kläglich gescheitert, aber vielleicht ändert sich das hier ja. Wir werden sehen. So, dann fangen wir an. Direkt ein neues Spiel. Ich sage dir ein letztes Mal, dass du hier bleiben musst, denn ohne deine Hilfe wird unser Name untergehen. Ich kann das alles nicht verstehen und glaube es auch nicht. Warum soll Xor verantwortlich sein für all die Ereignisse, die uns nun schon seit Monaten in Atem halten? Nur wer vor der Gegenwart die Augen verschließt, sieht eine Zukunft mit sich selbst im Mittelpunkt. Schweig, du begriffsverdrehender Narr, deine Tage sind sonst schneller vorbei, als du dir bei geöffneten Augen vorstellen kannst. Raven, ich weiß nicht, wie ich dir das alles erklären soll, deine Sturheit ist stärker als jegliches Argument. Daher befehle ich dir als dein oberster Kriegsherr, bleib und steh hier deinem Mann im Kampf. Merkst du denn nicht, dass deine Verbissenheit im Kampf stellvertretend ist für die Sorgen in deinem Herzen? Alles, was wir wissen, ist aus dritter Hand und von Gerüchten aufgebauscht. Jede Unwahrheit wurzelt in der Wahrheit. Schweig, Nervtöter! Tatsache ist, dass dein Halbbruder die Hand nach dem Thron ausstreckt, der dir einmal zusteht. Und um seine Ankunft vorzubereiten, schickt er all diese Handlanger des Bösen da draußen. Behauptungen, nichts als Behauptungen. Den Beweis bleibst du mir jedes Mal schuldig. Daher möchte ich mir selbst ein Bild verschaffen, um mein eigenes Urteil fällen zu können. Die Sinne können getäuscht werden, das Herz aber erkennt die Wahrheit auch im Finsteren. Narren, alle beide! Wenn du gehst, dann ohne Hilfe, ohne Geld und alleine, denn einem Fahnenflüchtigen gebührt nur die Schmach als Reisebegleiter. Herr, gebt ihm eine Chance und schickt ihn nicht hilflos in sein Verderben. Recht gesprochen, Cyrano. Ich weiß auch schon jemanden, der für diese Aufgabe wie geschaffen ist. Ich verzichte dankend auf das angebotene Almosen, ich habe eigene Mittel und werde eine Söldnertruppe anwerben. Jemand, der mit einem reichen Schatz an Erfahrung ist, vonnöten. Die Welt da draußen ist voller Gefahren und Wesen, die nur sich selbst der Nächste sind. Also gehst du mit, ich bin deiner sowieso überdrüssig. Und jetzt raus, ich muss mich schließlich von nun an alleine um alles kümmern. Ihr seid beide Geächtete bis ans Ende eurer Tage. Schöne Hilfe habe ich da. Cyrano, hoffentlich kannst du auf dich selbst aufpassen. Immerhin bin ich schnell beim Denken und Reden. Zum Reden haben wir jetzt keine Zeit mehr. Lasst uns gehen. Darf man fragen, wohin? Nebensächlich, das wird sich schon finden. Erstmal weg von hier, heißt das Gebot der Stunde. Ja, gut. Lass uns doch den Eremiten Amitas befragen. Vielleicht weiß er etwas über den Verbleib von Xor. Gut, machen wir uns auf den Weg. Ja, machen wir.
Nein, Raven braucht keine Einheit, aber dem hier gebe ich mal 5 Dinger mit. Dafür bekommt Cyrano keine Waffe, Raven dafür beide. Kapitel 1, ausgestoßen. Ihr wollt den Kampf, ihr sollt ihn bekommen. Aufgabe, alle gegnerischen Anführer müssen besiegt werden. Verloren, tot von Raven oder Amitas. Ja, ja, das lässt sich schon irgendwie schaffen, denke ich mal. Behaupte ich jetzt mal. Raven, die Götter seien mit dir. Wohin des Weges? Ich bin auf der Suche nach Xor. Kannst du mir helfen? Du willst es also wagen. Wie groß ist dein Heer? Welche Taktik hast du im Sinn? Cyrano ist meine Truppe. Ihr beide habt nicht zufällig etwas über den Durst getrunken und wollt einen alten Haudegen zum Narren halten? Nein, aber der Gedanke hat was für sich. Nichts da, die heilige Pflicht ruft. Das klingt fürwahr nach Kampf, Prinz. Hier, mein altes Schild soll euch helfen. Danke, damit haben wir bessere Chancen, meinen Bruder zu finden. Und zwar lebendig, doch meiner Meinung nach ist der Verstand immer noch die beste aller Waffen. Ja, solange der Kopf auf dem Hals bleibt, nichts für ungut. Ich würde euch begleiten, wenn die alten Knochen mitmachten, aber so bleibt mir nur, euch viel Glück auf eurer Reise zu wünschen. So, los geht's. Es ist ein super, super, super altes Spiel, aber es ist super. Ich habe das so viel gespielt damals, wo mein Fernseher noch ging. Habe auch schon viel oder war auch schon sehr oft genervt, weil irgendwie alles nicht so war, wie ich es gerne gehabt hätte. Aber ja, es macht verdammt Spaß. Ja, das war es eigentlich, was ich gerade sagen wollte. Und wie ihr seht, die Gegner können hier eine bestimmte Punkte laufen. Schauen wir uns doch mal das Profil von Raven an. Raven, Prinz. Erfahrungspunkte 0 von 200, Rang 1. Angriff 1, Kurzschwert. Angriff 2, Messer. 0 Armeen, 50 Gold übrig. Unten links haben wir die AP, sind Angriffspunkte, Verteidigungspunkte, Lebenspunkte, Magiepunkte, Magieverteidigung, Bewegungspunkte und Angriffsplus und Verteidigungsplus sind für die Einheiten, die er eigentlich haben könnte. Prinz und einziger legitimer Sohn König Werthers. Seine charismatische Ausstrahlung und Begeisterungsfähigkeit machen ihn zum geborenen Führer und Feldherren. Dann schauen wir uns mal unseren Cyrano an. Cyrano, Ratgeber, Erfahrungspunkte 0 von 150, Rang 1, keine Waffen, 5 Armeen, Gelehrter und jüngster Absolvent der Akademie der universellen Künste. Sein Rang als königlicher Hofnarr eröffnet ihm vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten. Ja, das war es eigentlich schon, was man jetzt eigentlich wissen muss. Oder müsste. Oder möchte. Die Zeit ist gut gewählt. Der Alte scheint allein zu sein. Wir können losschlagen. Passt auf, dass wir nicht gestört werden. Ein Trupp bewacht die Straße zur Stadt. Die anderen machen kurzen Prozess. Wir übernehmen die Rückendeckung. Beeilt euch, da kommen Leute aus der Stadt. Haltet sie auf, wir können keine Zeugen gebrauchen. Mich aufhalten. Räuber, wir müssen dem alten Magier helfen. Schnell. So leicht hält man mich nicht auf. Ja, das war's schon. Vorerst. Ich
hoffe jetzt nur, die Aufnahme nimmt auch die Spiele-Sounds auf, denn ich höre nämlich gerade leider nichts. Aber das macht eigentlich gerade auch gar nichts. So, dann metzeln wir mal alles nieder, was mich angreift. Der nächste bitte. Das sind immer so die schönsten Momente in diesem Spiel, wenn ein Anführer alle Einheiten einfach mal so abschlachtet. Zumindest sind es die schönsten Momente, wenn es die eigenen Anführer sind. Okay, okay. Sehr schön, ich wurde noch nicht verletzt. Aber ich habe, glaube ich, schon einen taktischen Fehler gemacht. Ich habe... Ja, ich hätte vielleicht ein paar Bogenschützen ein bisschen weiter hochziehen sollen, weil die sollen den Anführer platt machen. Weil ich möchte den Cyrano so schnell wie möglich, ja, so schnell wie möglich ein Level höher bringen. Ich möchte nämlich bei Level 8, also bei Kapitel 8, wenn möglich, alle auf Level 2 haben. Also alle Anführer meine ich damit, denn wenn ich mich recht entsinne, war Level 8 knüppelhart. Da ist das hier ein Kinderspiel, das schaffe ich blind. Das nächste Level ist eigentlich, wenn ich mich recht entsinne, schon mal gar nicht so leicht mehr gewesen. Okay, der Typ hat sich da gerade geheilt, also ausgeruht. Damit kann ich leben. So, wie bei Battle of Westnord werde ich hier höchstwahrscheinlich immer wieder mal speichern und laden mitten im Spiel, weil ich möchte gerne so die Sachen haben, wie ich es gerne hätte. Ne, und wem es zu langweilig wird, der kann da ein bisschen vorspulen, aber hier ist es noch nicht vonnöten. Doch, hier ist es schon mal vonnöten. Weil ich möchte gleich am Anfang hier jetzt ein gutes... Ja, ich habe schon mal angetestet, deswegen stand die 1 schon da. Weil ich möchte hier jetzt eigentlich ein gutes Bild machen. So Vorzeigespiele oder so. So mag ich das. Dann kann der Rayfan schon mal nach oben. So, dann speichern wir nämlich direkt noch einmal. Und gehen wieder zurück ins Spiel. Und machen den jetzt hoffentlich platt. Naja, ich habe gesagt hoffentlich. Dann machst du das jetzt bitte. Ja, super. Wir sehen uns in der Hölle wieder. Cyrano bekommt 5 Punkte und 50 Gold. Keine Gegenstände, deswegen das nix.
schön. Schön. Und mein Syranogik, bitte. Nein, das schafft's nicht bis dahin. Na toll. Ich wollte ihn eigentlich hier reinbringen. Hier. Genau hier. Weil wenn die entsprechenden Einheiten des Anführers um den herumstehen, also oben links, rechts, unten, dann heilen die sich nämlich 2 Punkte pro Runde. Das ist nämlich auch teilweise sehr entscheidend. Was wollt ihr, Strauchdiebe, von mir? Gold und Leben, um es kurz zu sagen. Schweig! Na super. Schändliches Gesindel, schert euch von dannen! Auf, Leute, leistet saubere und schnelle Arbeit. Zu Hilfe, ihr Trolle, kommt und helft. So, jetzt sind die Gegner mal ein bisschen am Zug. Ich finde die Trolle eigentlich total für den Arsch. Der Befehlshaber der Trolle ist Armitas, also dieser Zauberer da eben, der alte Knacker. Ne? Und dem sein Befehlsbereich ist unter aller Sau. So, jetzt bin ich wieder dran, wie man so schön sehen kann. So, dann bilden wir ein X, nicht mal ein Plus. Setzen diesen Kerl in die Mitte. Und schon ist der Gegner wieder dran. Und ich mache euch noch was zum Trinken ins Glas. Das könntet ihr hören. Ich weiß doch nicht, wie ich es dann hochlade. Also generell hochlade. Ich denke mal Kapitel 1 komplett. Ich schätze mal so, ich mache es dann so immer so 25 bis 30 Minuten. Je nachdem. So, der rote Sack wird gleich anfangen zu zaubern. Wenn er zaubern kann, das weiß ich gerade gar nicht so genau. Ja, er kann. Armitas. Heiler, 53 von 100 Erfahrungspunkten. Einsiedler, vormals erster Denker im Reich Morgans. Die Güte seines Wesens und die Stärke seines Charakters prägen ihn als Quell der Macht und Hilfsbereitschaft. Scheiße, ich wollte wissen. Das ist ein Magier oder ein Heiler, aber hat keine Magieverteidigung. Sehr seltsam. Ist mir aber wurscht.
Nein, das ist mir eigentlich nichts, aber... Naja. So, wie ihr jetzt hier so schön sehen könnt, haben meine Einheiten wieder eine Zahl 9 dran, also 9 Leute pro Einheit eben, außer der eine, der hat 8, aber das wird sich bei der nächsten Runde erledigt haben. So, wieder ist der Gegner dran. Schön, dass der gleich auf den Zauberer geht. Hey, der hat 2 Leute kaputt gemacht. Nicht schlecht. So, und ich möchte gerne versuchen, alle Einheiten auszuschalten, bevor der letzte Boss drauf geht. Weil jeder Erfahrungspunkt ist wichtig. Finde ich. Und wenn ihr im Hintergrund Geräusche hört, mein Fenster ist offen. Oh, Amita, du solltest dich vielleicht mal heilen. Weil das wäre ja echt das erste Mal, dass ich dann Game Over gehen würde. Im ersten Level, weil ja Amitas drauf geht. Aber daran glaube ich nicht. Das wird niemals passieren. Hoffe ich. Hey, da hat's ein bisschen gehangen. Ich hoffe, das wird jetzt hier kein Standard. Ja, so gefällt mir das. Ich habe mir das jetzt so gedacht, dass Raven die ganzen Einheiten kaputt schlägt und Cyrano die Bosse plättet. No! Mal einer an. Gott sei Dank.
schön. Und schon bin ich wieder dran. Ja, ich weiß, es war jetzt taktisch sehr unklug, aber was soll denn schon großartig passieren? Ich werde nicht sterben. Nehme ich mal ganz stark an. Schon ist der Gegner wieder dran. Ey, der Penner hat sich ausgeruht. Gott sei Dank. Wahrscheinlich wurde noch einmal angegriffen oder auch nicht. Schön. Nee, am besten hierhin. Und dann ist schon wieder der Gegner dran. Amitas, ruh dich aus. Oder heil dich, genau. Ach komm, den einen hättest du auch doch vernichten können. Alter Mann. Das ist gut, dass er noch einen Lebenspunkt hat. Dann können meine Bogenschützen gleich mal jemanden platt machen. Ich weiß, wer sich wieder ausruhen darf in der nächsten Runde.
So. Wir speichern einfach mal so ganz spontan und vorsichtshalber. Denn... Nummer 1 weg. Dafür werdet ihr noch bezahlen. Bist du dir da sicher? Jetzt dachte ich schon, der verfehlt mit Absicht. Schön. Ich möchte jetzt aber auch keine Bogenschützen verlieren. Was ich aber wahrscheinlich werde. Naja. Wegen einer Einheit. Oh. Wahrscheinlich wegen zwei. Kacke. So. Nein, halt, wir sind noch gar nicht fertig. Jetzt sind wir fertig.
Morgen schon fertig. Ach komm, wegen einem. So. Oh ja, ich sollte den Cyrano vielleicht auch noch ein bisschen näher bringen. Nicht, dass dann meine Einheit auch gleich außer Reich, nicht, dass mein Anführer auch gleich außer Reichweite ist. Und das speichern wir nochmal. So, denn ich habe etwas vor. Schwer verwunden. Ach, der ist schon schwer verwundet. Okay, sehr schön. Perfekt. Besser hätte es nicht laufen können. Speichern, falls es jetzt dumm läuft. So. Damit wäre Kapitel 1 eigentlich fertig. Diesmal bist du noch der Sieger, aber die Zeit der Rache wird kommen. Cyrano bekommt 10 Punkte und 100 Gold. Okidoki, keine Gegner mehr da. Runde beenden. Raven, den Göttern sei Dank für dein rechtzeitiges Auftauchen. Das war in der Tat knapp am Tod vorbei. Was wollten diese Halsabschneider von einem zurückgezogenen lebenden Magier der Weißen Gilde? Dieser Akt gehört wohl zu den Zeichen des näherkommenden Chaos. Die magischen Sphären erheben unter dem Ansturm schwarzer Kräfte. Aber was führt euch zu mir? Langeweile wird es wohl kaum sein. Das ist wahrlich nicht der Grund. Wir sind auf der Suche nach Xor. Wir brauchen Klarheit über seine Rolle bei diesem Intrigenspiel um die Thronfolge. Kennt ihr denn seinen Aufenthaltsort? Nicht genau, aber Richtung Norden sind die negativen Kräfte am stärksten. Ich werde euch begleiten, wenn ihr erlaubt. Wir danken euch. Uns in guter Rat und magische Kräfte eine willkommene Verstärkung. Prolog. Noch unter dem Eindruck des gerade überstandenen Kampfes drängt Raven auf die unmittelbare Fortsetzung der Reise. Die Frage nach dem Aufenthaltsort von Xor kann Amitas nicht direkt beantworten, aber er gibt einen Hinweis auf Burg Morgond im nordwestlichen Teil der Insel. Diese Statthalterresidenz sei zum Zentrum der dunklen Mächte geworden und wenn Xor sich mit dem Bösen verbündet habe, dann sei er mit großer Sicherheit dort anzutreffen.
So führt Raven seine kleine Streitmacht weiter in Richtung Norden, in eine Gegend, aus der seit Wochen keinerlei Kunde mehr nach Morgana gelangt war. Alsbald sollte er die Gründe dafür erfahren. Es war der Abend des ersten Tages. Wollen Sie dieses Kapitel speichern? Ja.